Dün, 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 dün. Moin Leute, willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Wir haben Winter. Winter. Ha, geh runter. Ich kann ihn nicht mal schubsen. Mir wird ja vorgeworfen, dass ich meinen Sohn hier runterschubse, aber das geht nicht mal. Der schwebt nämlich in der Luft, wenn er will. Er scheint besessen zu sein. Olaf. Vater, schau, was ich gefunden habe. Du sollst es haben. Ein Stein. Ja, vielen Dank, du. Hau rein. Ich muss arbeiten. Ein Stein von meinem Sohn. Warte, den muss ich mir in Ehren halten. Warte mal. Wo packen wir den denn am besten hin? Hier ist doch ein guter Platz. Das ist der Stein meines Sohnes. Sein erster Stein. Ach, den kann man greifen, oder was? Kann man den in eine Suppe packen? Eine Steinsuppe? Oh, das war jetzt hinter die Suppe. Komm, lass mich mal durch. Jetzt fange ich hier an, Blödsinn zu machen, Leute. Seht ihr das? Der geht da nicht rein? Warum geht denn der da nicht rein? Na gut, dann packe ich den bei meiner Frau. Die ärgere ich. So, danke, Sohnemann. Kann meine Frau heute Nacht da schön auf dem Stein pennen. Bis sie das mitkriegt, ist schon wieder morgen. Ja, hat die auch mal verdient, ne? Die muss ja auch mal ein bisschen. Muss sich auch mal ein bisschen ärgern. Wer hat hier schon wieder so einen Eisenhammer hingeschmissen, sag mal? Der verrostet doch. Meine Herren. Dass die hier nichts auf die Reihe kriegen, die Leute. Ja, moin, moin. Rembert, Unibet, Ingolf, na, was macht ihr denn hier? Nutzt ihr auch schön die Sitzkissen? Ja, du, ihr so. Ja, schön macht ihr das. Gut so. Bequem auf den Dinger, ne? Anscheinend. Ja, guck mal, kaum komme ich an, rennen sie alle weg. Die haben schon Angst. Die wissen schon, ich meckere gleich wieder rum, dass die hier nichts machen. Dabei bin ich doch gar nicht so schlimm. Ich meckere doch gar nicht so viel. Los, zack, zack. Nicht so lange hier rumtrödeln, Rosalinde. Ab, ab an die Arbeit. So. Nachdem wir das geklärt haben. Ich habe gerade was gesehen hier. Und zwar, ich möchte jetzt heute. Ich weiß, es ist Winter. Winter ist jetzt nicht die beste Zeit, um sowas zu machen. Aber ich habe vor, die Dinger hier zu pflanzen. Was waren das? Pflaumenbäume? Waren das Pflaumenbäume? Wo sind denn die? Oh, ich habe gar keine Winterkleidung an. Das geht ja auch wieder in die Hose. Aber wo sind denn die Bäume? Ich habe die doch hier gehabt irgendwo. Löwenzahn, Mohnsamen, Nachtsichter, Pflaumenbaum. Hier, drei Stück. Genau. Drei Pflaumenbäume. Die helfen gut gegen Verstopfung. Da habe ich mir gedacht, die können wir doch gut gebrauchen im Dorf. Und neben den Pflaumenbäumen, was machen wir da noch? Oder was brauche ich, um die zu pflanzen? Einmal brauche ich eine Hacke. Und dann brauche ich. Ach, warte mal. Was ist eigentlich mit den Ledertäschchen? Ich sehe hier gar keine Ledertäschchen mehr bei uns. Oh. 100 Pro sind die da schon am Meckern. Warte mal. Wie viel machen wir denn hier? 120 ist ein bisschen übertrieben, oder? Aber was soll's? Eine Sekunde hier. Verwaltung? Warum meckert denn da keiner? Ich sehe hier. Ich kriege hier gar nichts mit. Säckchen, kein Säckchen da. Na gut, es ist Winter, ne? Oha, warte mal. Ich will einmal ganz kurz gucken, bevor wir die Säckchen machen. Ich will einmal sehen, ob das letzten Monat schon so war. Haben die hier irgendwas nicht ausgesät, was sie aussehen sollten? Letzten Monat war Herbst. Weizen. Herbst ist Weizenzeit. Das ganze Weizenfeld ist nicht gesät. Lachs ist, ja gut, Lachs sowieso nicht. Ist nur halb gedüngt. Roggen. Gut, Roggen oder Hafer. Eins von beiden wird im Herbst gesät. Da ist auch nichts ausgesät. Oha, Leute, es ist nichts ausgesät worden. Teilweise ungedüngt. Oh je. Wie lange habe ich jetzt schon keine Säckchen mehr? Und das fällt mir nicht auf. Da kommt auch keine Warnmeldung oder so, ne? Das ist nur so ein.
Oh Mann. Und hundertprozentig. Ich weiß ganz genau in den Kommentaren, der eine oder andere wird sich jetzt kaputt lachen und sagen, haha, ich hab's gesehen, aber ich wollte es nicht sagen. Ja, nee, das finde ich nicht lustig. Das, meine Herren, ey. Shit. Ja, Leute, das ist so. Ich weiß auch nicht. Du, die letzten Tage, ihr habt es ja gesehen, ne? Ich war so beschäftigt mit dem ganzen Kram hier. Da habe ich da gar nicht so drauf geachtet. Überhaupt nicht. Und es ist immer so, wenn du so Sachen hast, wo du selber was machen musst, dann musst du da halt ständig drauf achten, dass das alles läuft. Meine Herren, den Ernteausfall, den nimmt mir jetzt auch keiner mehr. Also da kann ich jetzt ja auch nichts mehr machen. Das ging jetzt ja voll in die Hose. Da fällt eine ganze Ernte aus. Oh, da kann ich das mit meinem Brot ja auch gleich wieder sein lassen. Gott. Ja gut, jetzt kriegen wir hier. Jetzt ist Winter. Gut, klar, jetzt kriegen wir die Karotten vielleicht noch raus, aber nicht mal das, was hier noch alles gedüngt werden muss. Wow, dass der Roggen nicht rauskommt. Ich meine, Roggen war doch, glaube ich, für Herbst, ne? Ich meine, ist ja egal, ob es jetzt Roggen oder Hafer war, aber. Nee, das war bestimmt Hafer für Herbst jetzt. Kann ich mir gut vorstellen. Weil die Haferfelder sind nicht gedüngt. Obwohl, das bedeutet ja, dass der Hafer im Herbst geerntet wurde. Nee, doch, dann ist Roggen schon richtig, eigentlich. Roggen wird dann gesät im Herbst. Nee. Passt schon. Ja, und der Weizen ja auch, aber. Ah, die ganze Ernte fehlt jetzt. Shit, was mache ich denn jetzt? Oh Leute. Das ist so ein bisschen deprimiert bin ich jetzt schon. Kollege, geh arbeiten. Los. Geh mal einen Schritt zur Seite und dann geh mal einen Schritt nach vorne hier. How are you? Und du, kannst du auch mal zur Seite gehen? Danke. Du stehst hier im Weg. Siehst du das nicht? Wolfram, du willst mich vor Kack eiern, oder? Du hast doch jetzt ein Säckchen. Was fehlt denn noch? Nee, der hat immer noch kein Säckchen. Warum hat er kein Säckchen? Ich hab dir doch gerade in die. Ich hab das doch gerade in die Dings gepackt. Im Lager habe ich die Säckchen drin, oder nicht? Das war doch jetzt nicht das. Das war doch nicht das Lebensmittellager. Das war das Ressourcenlager. Moment. Hä? Hier, Material, Werkzeuge. Säckchen. Komm ins Materiallager. Nee, das ist schon richtig. Was fehlt denn mir jetzt noch? Oder braucht er gerade nur ein paar Sekunden, bis er auf Trepp kommt? Wolfram. Der hat immer noch kein Säckchen genommen hier. Wolfram. Sag mal, hast du mit irgendwas Schwierigkeiten oder so? Ich kann nicht sagen, dass ich viel davon halte, irgendeiner Beute hinterher zu jagen. Es ist Zeitverschwendung. Ich wünschte, ich könnte näher an meinem Haus arbeiten. Ja, kannst du doch. Also du wohnst doch hier. Wohnst du hier nicht gleich nebenan? Aber ist auch egal, wie wär's, wenn du mal anfängst zu arbeiten. Du hast doch alles da eigentlich. Ich bin verwirrt, Leute. Die wollen mich hier fertig machen. Aber wisst ihr was? Ich gebe dir noch ein paar Minuten. Vielleicht muss er sich ja einfach sammeln einmal. Das machen wir. Wir lassen ihn noch mal kurz sich sammeln. Und dann gucken wir gleich noch mal. Der Winter ist ja noch jung. Jung. Lang, meine ich. Und Ying ist er auch, genau. Okay, wie sieht's denn hier aus? Essenstechnisch. Da haben wir eine ganze Menge da. Das sieht gut aus. Also von allem haben wir hier ohne Ende. Sogar Verdorbenes. Und Wassereimer. Hier, 15 volle Wassereimer. Ja, sehr schön. Also Wasser haben wir auch genug. Gut. So, ich habe ich nicht einen Hammer in der Tasche jetzt? Den habe ich nämlich extra eingepackt, ne? Genau. So, dann würde ich sagen, wir reißen diese Zäune ab einmal. Die noch nicht gebauten Zäune. Denn ich habe vor, die Pflaumenbäume hier zu bauen. Das war in einem Kommentar, wurde mir das mal vorgeschlagen. Bau doch da die Pflaumenbäume hin. Und die Idee finde ich eigentlich recht gut, muss ich sagen. Jetzt ist nur die Frage, passen sie hier hin? Oder wie viele passen hier hin? Passt hier einer oder zwei?
Ah, das sieht fast gut aus. Also in so schräg werden die ausgerichtet. Jetzt ist die Frage, wie weit machen wir hier die Wege kaputt? Einmal hier lenkt, den Weg. Macht nichts. Die Wege können wir ja wieder abreißen dahin. Oder neu machen oder was auch immer. Aber wir müssen ja erstmal jetzt gleich was bauen hier. So, hier. So. So. Nun haben wir Platz zum Bauen. Gut, und jetzt machen wir hier einmal eine Plantage. Boah, das kann man hier auf dem Grün aber auch gar nicht sehen. Kann man hier alles auf dem Grün nicht sehen. Und ich kann hier zwei Stück machen. Zwei direkt nebeneinander. Oder wollen wir einen machen? Warte, hier machen wir einen. Und dann machen wir hier neben versetzt auch nochmal einen einzelnen. Ich glaube, wenn man nur so kleinere Dinger machen kann, ist das besser, wenn man die so ein bisschen so bastelt. Dass sie nicht ganz so... Ne, ihr wisst schon. So, und dann brauche ich jetzt einmal eine Hacke. Ich glaube, da habe ich auch eine eingepackt. Jetzt habe ich das Säckchen vergessen. Das habe ich natürlich wieder nicht dabei. Einmal hier und einmal da. Warte, ein Säckchen holen wir uns schnell. Bam, bam. Oh, da, nun, er hat sich eingenommen. Er hat sich ein Säckchen genommen. Der ist am Arbeiten da hinten. Moment. Moment. Ja, da ist er. Da ist er. Er wollte nur mal, dass ich nicht mehr zuschaue hier. Ja, so ist brav. Schön weitermachen, Wolfram. Du machst das schon. So gefällt mir das. Ja, manchmal möchte ich den Leuten in den Arsch treten, ne? Aber dann denkst du dir wieder so, nein, komm. Die brauchen manchmal nur eine Zeit. Der wollte seine Kippe wahrscheinlich zu Ende rauchen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Da habe ich mir gedacht, komm, dann lass ihn einfach. Dann lass ihn. Und dann ist er auch viel zufriedener wieder, wisst ihr? Dann geht er da ein bisschen lockerer mit um. So, hier habe ich jetzt die beiden Bäumchen gepflanzt. Warte, und das, den dritten, können wir den hier hinsetzen? Landwirtschaft, Plantage. Ah, der, ja, ich könnte hier was hinbauen, aber der passt von der Schräge nicht so ganz, wie ich das möchte. Oder hier nochmal einen rein. Warte. Ach, schade. Schade, schade. Hm, wenn ich hier noch ein bisschen... Oh, warum passt das nicht? Hier sieht das doch gut aus. Ist zu nah am Dings dran wahrscheinlich, an den Sitzdingern hier. Aber wenn ich die noch ein Stückchen verschoben hätte vielleicht. Vielleicht hätte das dann gepasst. Dann hätte ich hier doch drei Stück so setzen können, aber... Okay, nee, wir lassen die so. Ah, so ein bisschen wurmt mich da schon. So zusammensetzen wäre natürlich nochmal so ein Ticken... Ein kleinen Ticken geiler. Oder so. Kommen wir noch gut vorbei mit dem Weg. Und dann haben wir die doch alle so ein bisschen zusammen. Ja, komm. Und hier den dritten rein. So, hier haben wir die Pflaumenbäume. So, damit das natürlich jetzt wieder einigermaßen läuft, ne? Und so ist, wie wir das wollen. Müssen wir den Weg natürlich jetzt einmal anpassen. Dann müssen wir einmal sagen... So, wir werden bei den... bei den Geschichten hier... So... Wir gehen direkt an die Felder ran mit dem Weg. So dass hier der Boden komplett. Komplett Boden ist halt. So, dass hier nichts durchschimmert vom Original. So, da brauchen wir wieder ein bisschen, kleines bisschen Geduld. Was gerade so gut war, weiß ich nicht. Ach, guck mal, hier können wir dazwischen. Komm.
Oh, jetzt habe ich... Habt ihr das auch manchmal, dass ihr die linke und die rechte Taste gleichzeitig drückt von der Maus? Jetzt geht das nicht mehr, oder was? Jetzt wollt ihr mich... Jetzt wollen sie mich rankriegen, wollte ich gerade sagen. Also manchmal fühle ich mich hier auch ein bisschen verarscht. Habe ich das schon mal erwähnt? Warum geht das hier manchmal nicht so richtig so, wie man das möchte und wie es soll? Ja. Nee. Es ist zum Heulen manchmal. Es ist zum Heulen. Nein, ich heule jetzt nicht, aber trotzdem ist es zum Heulen. Zum Heulen ist es, weil es nicht so geht, wie ich mir das jetzt gerade wünsche. Guck mal, hier ist kurz ein kleines Stückchen nichts. Warum? So. Hier ging das doch durch. Moment. Also ich kann hier... Hier kann ich bauen. Hier ist eine kurze Unterbrechung. Warum geht das nicht? Warte mal, wo ist mein Hammer? Demontage. Demontage. Schotterweg. Warum ist hier alles rot? Pflaumenbaum. Den Pflaumenbaum nicht abreißen, bitte. Aber es strahlt so komisch lang hier. Warum ist hier... Ach, jetzt ist nicht mehr... Hier lang geht das, okay. Wenn ich jetzt den Weg baue... Und hier... Nee, da geht das nicht. Warum kann ich denn nicht... Es ist... Mann. Mann. Ja, ich frag mich nicht, Leute. Ich bin hier manchmal auch ein bisschen... Das gefällt mir aber gar nicht, wie das jetzt ist. Das ist wirklich gar nicht gut. Warum ist hier hinten alles rot? Warum ist hier jetzt Schnee drauf? Kann mir das einer mal sagen? Das ist bestimmt einfach nur... Ich bin... Ja, okay. Ich hab das irgendwie vermuckt hier. Ich kann hier wieder nichts mehr bauen jetzt. Ich glaube, der muss einfach die Stelle einmal neu laden hier. Damit ich hier wieder sehen kann, wo hier überhaupt noch... Er macht jetzt den Schnee sogar auf die Plantage mit drauf. Wo der eigentlich gar nicht hingehört. Der ist mit seinen Teilen da komplett durcheinander gekommen. Ich renne mal kurz ein Stückchen weg. Ja, sowas kann halt passieren, ne? Denn ich renne einfach ein Stückchen weg. Ich muss wahrscheinlich noch weiter wegrennen. Einfach nur, damit er das neu laden kann. Ich nehme an, das reicht schon, wenn er neu lädt einmal, wisst ihr? So. Haben wir hier eine kleine Joggingtour. Und dann rennen wir wieder zurück. Ich hoffe, das hat gereicht jetzt. Sonst muss ich einmal neu laden oder so. Oder ich muss erst was anderes machen und dann machen wir heute Abend nochmal weiter. Irgendwie so. Weil... Sonst, ja, nee. Ich sehe das schon, das wird nichts. Ja gut, okay. Bevor wir hier jetzt weiter basteln, dann warten wir erstmal ab, was noch so kommt heute Abend. Dann warten wir ab. Ja, und dann gucken wir heute Abend, dass wir den Weg nochmal so ein bisschen rangebastelt kriegen. Dass wir hier irgendwie... Das halbwegs schicki haben. Ich kann mich nicht zurückhalten. Eigentlich möchte ich jetzt weiterbauen. Weil das geht mir voll an den Hintern. Aber wenn ich schon sehe hier, das Feld, die Plantage hier zum Beispiel, ne? Dass er den Schnee jetzt schon auf das Feld macht, wo eigentlich die Plantage ist. Das macht er jetzt, weil ich den Weg abgerissen habe, der hier war. Und er hat über die Breite des Weges einfach jetzt Schnee wieder rübergepackt.
Obwohl eigentlich bei der Plantage drumherum die Umrisse ja eigentlich den Schnee verdecken. Wisst ihr, was ich meine? Das ist gerade das Problem. Und dass die ganze Gesellschaft hier muss er sich einmal neu laden, damit das dann auch wieder funktioniert. Tja. Wie soll man damit jetzt umgehen? Wie soll man da nicht ausflippen, wenn man das jetzt unbedingt gemacht haben möchte? Ich weiß es auch nicht, aber wir gehen jetzt einfach mal damit um. So, mit der Spitze, mit der Hacke kann ich eh nichts mehr anfangen. Die Stöcker können wir auch zur Seite schmeißen. 40 Bretter haben wir, das ist nett. Da können wir unsere Wut an den Zäunen auslassen. Wollen wir aber kurz ein paar Zäune basteln, wenn wir hier schon mal unterwegs sind. Habe ich gerade den Hammer weggepackt? Nee, den Hammer haben wir noch. So. Dann bauen wir jetzt Zäune. Nur ganz kurz ein paar. Und dann machen wir gleich Folgendes. Wir haben ja jetzt Nahrungsüberschuss ohne Ende. Und darum habe ich mir überlegt, wir haben jetzt ganz viel Restkohl noch, der kurz vorm Vergammeln ist. Wir haben also von der Kohlernte vom letzten Jahr noch haben wir was. Und damit der nicht komplett verrottet einfach nur, weil damit können wir ja nichts anfangen. Dünger haben wir ja genug durch die Schweine. Ja, damit wir mit dem Dünger halt ein bisschen was anfangen können, habe ich mir überlegt, dann machen wir einfach Folgendes. Wir nehmen den einfach, wir nehmen den Kohl einfach und machen da noch Kohlsuppe draus und verscherbeln die. Ne? Oder was? Ist doch eigentlich... Dann kann man doch gut loswerden, so. Also ich finde das gut. Ich finde die Idee gut. Und das machen wir jetzt auch. Das heißt, wir gucken jetzt einmal ganz kurz, wie viel Schalen haben wir hier? Ja, Schalen kann ich hier... Wir haben zu wenig Schalen. Dann gehen wir einmal kurz in uns und machen 20 Schalen. Brauche ich hier noch was? Nee. Wir machen keine 20 Schalen. Wir machen aus 20 Rundhölzern Schalen. Das heißt, wir haben nachher wieder tausende Schalen hier. Wartet mal, wie viele tausende? Also ganz viele tausende, ne? Also. So. Einmal 100 Schildchen für den Vogel. 100 Schildchen. Da, da, da. So, und dann brauchen wir noch Folgendes. Kohl und... Ja, warte mal. Wie viel war das nochmal? Wie viel Fleisch und wie viel... Ach, jetzt bin ich hier wieder überfordert. Weiß das jemand? Waren das 100 Fleisch und 150 Kohl oder andersrum? Ich glaube 150 Fleisch und 100 Kohl. Hier, der 42 haben wir noch von dem ganz alten. Und dann brauchen wir noch 58. Aber guckt euch das an hier, ne? Das hat nur noch 37,5%. Das ist nicht mehr viel. Und hier haben wir schon, das ist der aus diesem Jahr und der ist noch vom letzten Jahr. Und wir haben bald wieder neuen Kohl. Also, das geht bald wieder weiter. Oh, hier sind die zu zweit. Ich mag den jetzt nicht den Arbeitsplatz wegnehmen. Wo ist denn die andere Taverne? Da arbeitet aber auch jemand, oder? Habe ich eine Taverne, wo nichts läuft gerade? Ja, die... Das ist die beim Schweinestall. Da ist keiner. Die nehmen wir, da kochen wir. Das Schweinemist-Aroma, das vermissen die Leute bestimmt schon. Müssen wir auch mal wieder... Jawohl, 50 Stück. So will ich das sehen. So, und dann kochen wir jetzt mal schön fleißig. Attacke. Tja, Leute. Und schon ist es wieder mitten in der Nacht. Aber das Gute ist, ich saß den ganzen Tag am Herd und habe Kohlsuppe gemacht. Bis zum Erbrechen. Ja, das habe ich nämlich getan, habe ich nämlich. Oder Odo, wie siehst du die Sache? Holst du noch was von mir oder was? Erzähl mal. Der Winter ist gar nicht so schlecht. Sie ist von der positiven Seite. Es gibt weniger Feldarbeit zu erledigen und du kannst mehr Zeit in deinem warm gemütlichen Zuhause verbringen. Es ist außerdem die Jahreszeit der langen Geschichten und der Unterhaltung am Feuer. Ja, da sagst du wohl was. Das sehe ich aber genauso, Udo. Ja, schönen Abend noch, ne? Ja, da ist das Feuer, lange Geschichten und Unterhaltung sehe ich da jetzt nicht so unbedingt. Was sagt denn die Uhr jetzt? Ist schon so spät oder was? 21 Uhr, na ja. Also ich würde eigentlich sagen,
Wisst ihr was? Wir gehen noch mal ganz, ganz fix ins Nachbardorf. Lesnica. Wollen wir da noch schnell mal hinrennen? Ach nee, das machen wir morgen. Das reicht schon für heute. Mehr muss gar nicht sein. Wir haben jetzt gekocht. Wir werden morgen dann die Kohlsuppe, die werden wir schön verscherbeln. Ja, da holen wir uns schön die Kohle für. Und dann sehen wir mal weiter. Ja, meine Frau, die weigert sich immer noch ins Haus zu kommen. Wahrscheinlich, weil es hier so kalt ist. Ich mach mal das Feuer an hier. Vielleicht wärmt das die Bude ein bisschen auf, dann kommt die bestimmt auch. So, und ich sag nur, schönes Wochenende, liebe Leute. Ne, haut rein. Wir sehen uns morgen wieder. Bye.